Grundsätzlich weiß ich auch nicht, wieso ich in den letzten Tagen und Wochen lauter Premieren feiere, so wie auch dieses Mal, und zwar die 25. Ausgabe von Was war los auf meiner Farm von Maramund. Sonstiges, dafür begrüße ich euch recht herzlich schon, wie bereits hier gesagt, die 25. Ausgabe ist ja schon eine Menge, wie ich finde, also schöne Zahl. Nichtsdestotrotz beginnen wir wieder, was auf meiner Farm los war, die Woche über. Und zwar war das ja wieder ein bisschen was. Und zuerst beginne ich mit etwas, mit dem ersten Thema. Und zwar bin ich jetzt hier kurz vorm Levelaufstieg, kurz vor Level 84, bin Level 83 und mir fehlen exakt noch, komm, Tooltips, 853 Erfahrungspunkte zu Level 84. Ich denke mal, das schaffen wir locker. Dazu gehen wir schnell auf meinen Ziergarten und ernten ein bisschen was ab. Ich habe das hier schon gelassen, dass ich mit euch in Level 84 aufsteigen kann. Im Normalfall müsste das funktioniert haben. Ja, das sieht ganz schön danach aus. Und ich bekomme jetzt hier. Bravo, du hast Level 84 erreicht als Erderl. Ja, Erderl, nicht mehr, bin ich nicht. Hast du dir dann das freigespielt? Du kannst jetzt erwerben Labkraut. Juhu, das gab es, glaube ich, mal bei einem Event. Ist dann im Spiel geblieben. Du kannst dich schützen. Ein Topgulden, ein Sternchen, 28 Susi, Superdünger und eine luftige Grüße. Sehr gut, ich freue mich. Level 84. Juhu, jetzt fehlen mir noch viel zu viel. Die Zahl ist viel zu groß und die will ich gar nicht vorlesen. Angsteinflößend. Brauche ich jetzt hier nach ein paar gefühlten 1000 Jahren, bin ich also jetzt hier wieder ein Level aufgestiegen. Das war los. Was war jetzt hier los? Sonst was war denn noch so los? Ich habe jede Menge Sternchen. Und zwar einerseits durch das Karneval-Event läuft ja noch, wie weit bin ich? In meinem Fall läuft es noch 47 Stunden. Ich bin in Aufgabe 4, habe hier mehr oder weniger hier alles durchgemacht und näher mich jetzt hier Stufe 4. Ja, mir fehlen Schminke eigentlich jede Menge, also ich versuche hier die Items. Das Item ist, glaube ich, nur noch das Upgrade und dann hätte ich alles. Sonst, ja, Superbär habe ich schon. Das erste ist Kamilleregen hier auch. Das erste, das Grund-Item und Upgrade. Mal gucken, ob ich das auch noch schaffe. Wie weit seid ihr beim Event? Schreibt es mal gerne unter die Kommentare. Dann habe ich ein bisschen weniger Moospenny, weil ich eines paar den Quests ein bisschen eingekauft habe für die Quests und Tulpgulden ein bisschen zwei oder drei mehr durch Filmshow im Kino, wo unter anderem wieder mal diese Woche ein Film gelaufen ist. Sonst auf Bahamarama bin ich weiterhin Level 20 Anfang und sonst hat sich eigentlich grundsätzlich nicht viel getan. Ich habe jetzt alles kleine Felder für das Event. Mehr war nicht los auf meiner Farm. Darum schauen wir weiter, was in Farmerama die Woche über los war. Und zwar begann am 5. Februar, das war der Dienstag, glaube ich. Und am 6. endete wieder der Happy Stable Day oder der glückliche Stalltag, wo man doppelte Erfahrungspunkte auf alle Ställe oder Upgrades oder ne, Upgrades, Blödsinn, Werkstuben bekam. Und bei den Upgrades, entweder Classic Plus Plus oder bei den Orangen, bekam man beim Kauf von 1 und 2. dazu, oder war das 2 trotz dazu? Jetzt weiß ich auch nicht mehr so genau. Schämen. Da habe ich in dem Fall nicht zugeschlagen. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Und sonst habe ich ein paar Stelle gestehen gehabt. Die paar mehr EP haben ja nicht geschadet grundsätzlich. Aber sonst war da eigentlich nicht viel los. Dann kam dann am 6. Februar, gleich nachdem der Happy Stable Day vorbei war, das Karnevalsevent begann. Wie bereits gesagt, jetzt geht es mir mal von noch 47 Stunden. Wie weit ich bin, habe ich ja schon gesagt. Den Link zur Erklärung des Events findet ihr in der Videobeschreibung und alles andere findet ihr auch in der Videobeschreibung. Es lohnt sich wieder reinzugucken. In die Videobeschreibung werden auch wieder alles verlinkt zu den ganzen Artikeln. Bla bla bla. Ja, Karnevals-Event wird in den nächsten Tagen auch noch mein Event-Vergleichsvideo, vielleicht kommt sogar noch heute noch oder morgen, kommen, wo ich dann die bisher da gewesenen Karnevals-Event, sprich dieses Jahr und die vergangenen und ich weiß nicht, wie oft das schon war. Alle Vergleiche, was wir damals, heute und alles drum und dran gucken wir uns dann an. Hat sich gereimt, auch nicht schlecht. Dann schauen wir mal, was sonst noch los war, wieder auf Farmerama Book. Und zwar haben wir das hier abgehakt. Dann kamen neue Moospenny-Pakete im Shop rein. Und zwar war das auch am 5. Februar, war das? Ah, ja. Sehr schön. Okay, morgen. Na, Blödsinn, was am 6. Februar? Die gucken wir uns mal an. Und zwar im Shop.
müssten wir hier sie irgendwo finden. Ich denke mal unter Service, fahren wir auf Service. Und da kam folgendes ins Spiel, und zwar einerseits hier 12.000 Moospenny für 300 Tulpgulden, 5.000 Moospenny für 150 Tulpgulden, merkt man schon. 10.000 Moospenny werden dann 300. Wenn man das größere kaufen würde, würde man sogar 12.000 Moospenny bekommen für 300 TG. Dann noch 2.000 Moospenny für 75 und ich glaube, das kam auch noch ins Spiel. 1.000 Moospenny für 50 Tulpgulden sind eigentlich die alten, sind jetzt hier gar nicht mehr drinnen, kann das sein? Sie die rausgenommen? Ja, grundsätzlich, wie stehe ich zu diesem Thema? Ich finde es bisschen unnütz, also jetzt hier, ich würde nie und nimmer nur um 12.000 Moospenny zu bekommen, 300 TG ausgeben. 10 Euro für 12.000 Moospenny. Vielleicht, das Problem ist einfach bei den jüngeren Spielern, die wissen das noch nicht und die denken sich, wow, da kann man total die Moospenny machen. Aber das ist eigentlich grundsätzlich nicht viel und für 10 Euro, also ich würde nicht zuschlagen. Schlagt ihr zu? Wie findet ihr das? Könnt ihr auch gerne mal unter die Kommentare schreiben. Und das Paket mit den 500 Moospenny dann wurde aus dem Shop rausgenommen. Ich glaube, das war sogar ein bisschen viel teurer und das wurde halbwegs angepasst, sag ich mal. Dann, wie gesagt, kam das Karnevals-Event. Und was man dazu braucht, ja, alles könnt ihr ja auch noch alles mal nachlesen. Wieder sage ich aber grundsätzlich auch in meinem Erklärvideo zum Karnevals-Event. Aber das gehe ich jetzt hier auch nicht ins Detail mit ein. Dann kam eine neue Zahlungsmöglichkeit in der Bank ins Spiel. Und zwar das Zahlen per die Rechnung. Auf Rechnung, das gucken wir uns mal an. Und zwar natürlich bei Hol dir Tulpgulden. Und dann nehmen wir einfach mal ganz schnell in den Einkaufswagen weiter zur Kasse. Und dann müssen wir gucken, wo das ist. Ne, 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 wo haben wir das? So, nach stundenlangen Suchen bin ich drauf gekommen, dass ich euch das gar nicht zeigen kann. Und zwar, weil das nur über, ich glaube, über die Deutschland, nur über die Deutsch, weil ich von Deutschland, glaube ich, registriert sind. Also, ich bin ja Österreich, also kann ich euch das leider nicht zeigen. Ich kann nur so sagen, es sieht circa so aus mit Sammelrechnung. Bezahlen und erhält man auch unter anderem noch 5% mehr Tulpgulden auf über Passive Card, erhält man auch 5% mehr. Diese neue Zahlungsmöglichkeit kam ins Spiel. Des Weiteren gab es unter der Woche einige technische Probleme, wie zum Beispiel wurde Parfüm am Markt angezeigt zum Verkaufen oder Tiere wurden doppelt angezeigt. Und dann gab es auch noch ein Problem mit den Datenbanken. Irgendwie so auch in der Art, aber das wurde dann alles schnell behoben. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Habt ihr irgendwas davon gemerkt? Also, nur gut, wenn schnell behoben wird, dann sage ich mal, ist es nicht so tragisch, aber Probleme sind ja grundsätzlich nie wirklich toll. Dann natürlich die zwei Wochenendaktionen. Dieses Wochenende finden ja wieder zwei Aktionen statt. Was heißt wieder? Dieses Wochenende sind wieder die einerseits Superdünger, Sparkzon dran, wo ihr wieder die Möglichkeit habt, zwischen drei Paketen zu wählen. Und da schlage ich nicht zu. Oder auch die Susis Superdünger Sparkzon ebenfalls das gleiche. Schlage ich auch nicht zu. Schlagt ihr doch zu, kauft euch was, was das genau ist. Dafür habe ich mal Tipps und Tricks Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne auch in der Videobeschreibung. Des Weiteren war, glaube ich, gar nicht mehr los von den News her. War es das eigentlich? Und darum kommen wir zum Gerüchte Teil meiner Ausgabe. Und zwar, da habe ich grundsätzlich Sachen dabei, die sage ich jede Woche, wie zum Beispiel Kükenstube. Seit November, im November kamen die ersten Bilder. Wir schreiben Februar und man hat nicht mehr viel gehört davon. Steht ja noch immer beim Bauernhaus. Das Famarama-Team brütet sich etwas aus. Hier Kükenstube, also mal gucken, ob es dann noch im Februar kommt oder auch nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe es zumindest, weil lasst uns schon ziemlich warten. Mal gucken, wenn es was Großes ist. Dann Bahama Erweiterung. Gab hier mal ein kleines Konzeptzeichnung, aber das dauert auch noch. Ich habe gehört, dass es erst vielleicht kurz vorm Sommer kommen soll oder Frühling irgendwann. Also das dauert wohl auch noch ein bisschen hin, aber es ja, würde ja eine Riesenänderung sein. Des Weiteren soll das Faultier neues Design bekommen und viele andere Tiere auch noch.
Was habe ich sonst noch an Gerüchten? Ja, natürlich Valentinstags-Event 2013 sind einige Bilder eingetroffen. Ich habe in dem Sinne eigentlich für diese Bilder kein Gerüchte-Video machen können, weil es zeitlich bei mir nicht ausgegangen ist. Aber da sehen wir hier nur das wahrscheinlich Drop-Item. Vielleicht dann hier ein Item, hier auch ein Item, der Sticker. Sehen wir noch das gleiche nochmal. So soll vielleicht ein bisschen verpixelt, aber das sieht man schon. Das ist wahrscheinlich wieder so sein wird. Jedes Event Pop-up. Und dann gibt es verschiedene Fenster zum Absolvieren. Herunterschnitt kaufen, also wird wohl irgendwas mit Drop sein. So sieht der Eventplatz dann vielleicht auch aus. Also, das sind quasi diese Bildchen. Dann habe ich immer gemacht, Fischzucht, Fischzucht soll vielleicht kommen. Und ich habe gehört, dass es eigentlich gar nicht wahr sein soll, also dass die Bilder davon gar nicht von Big Point stammen. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Die hat sich irgendwer zusammengebastelt, habe ich mal gehört. Also Fischzucht eher dann auch wieder nicht. Sonst war die Hoffnung bei mir ja, dass dieses Wochenende Setzlingstag ist mit diesem blauen Baum da. Aber das ist leider auch nicht eingetroffen und der blaue Baum, mysteriöse blaue Baum hier, habe ich mal was gehört, aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Und zwar, dass der vielleicht so ähnlich sein soll wie die Pokale und wie die Howie Donut und da, dass er mehr erhöhte Drop-Chance bringt. Aber das weiß ich auch nicht in dem Sinne, ob das jetzt hier stimmt oder nicht stimmt. Das ist ja ein Fragezeichen. Ziemlich mysteriös. Was denkt ihr denn, was es mit diesem Baum auf sich hat? Sonst habe ich Gerüchte eigentlich auch nicht viel mehr auf Lager diese Woche für euch. Sonst dann kommen wir weiter noch zu Sonstiges. Da habe ich wieder einiges. Und zwar habe ich es vergangene Woche und vorvergangene Woche, glaube ich, auch vergessen zu sagen. Und zwar, dass ich. Wo haben wir? Glücksdrachen Orochi gewonnen habe. Wo ich mich riesig gefreut habe, und zwar bei den Farmflüsterern beim Livestream damals. Ich glaube, das ist schon 2, 3 Wochen her und ich habe es immer vergessen zu sagen in meinen Ausgaben. Sage doch mal vielen lieben Dank dafür, dass ich ihn gewonnen habe. Also ich freue mich. Jetzt macht er wieder keine Animation. Komm, mach eine Animation. Flieg herum. Und gut, jetzt im Video wahrscheinlich will er wieder nicht. Ich denke mal, habe ich es beendet, dann fliegt er sofort herum. Sonstiges gibt es ja noch jede Menge. Und zwar einerseits ist jetzt hier meine Seite megagamefreak.wordpress.com offiziell eröffnet, wo ich mich sehr freue. Mein Video dazu zum Vorstellen der Seite verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung oder könnt ihr auch einfach hier angucken. So, gibt es gleich ein Gewinnspiel dazu, weil ich auch die 10.000 Videoaufrufe geknackt habe. Schon ein bisschen länger aus, aber habe ich angekündigt, dass ich es dann parallel mit meiner Seite mache. Und ich habe schon einige Teilnahmen, also ich hätte nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Ist ja noch nicht so bekannte Seite in dem Fall. Und da danke ich auch noch den Jonas Siegert. Der hat nämlich auch ein Video dazu gemacht. Sage ich auch nochmal danke dafür. Sein Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei. Vielleicht auch gerne ein Abo dalassen. Er würde sich auf jeden Fall sehr freuen. Nochmal danke, dass du auch ein Video dazu gemacht hast. Ja, meine Seite hier. Wie gesagt, Link findet ihr alles in der Videobeschreibung. Seht ihr, könnt ihr alles sehen. Es wird noch viel getan. Also wundert euch nicht. Dann sonstiges. Kam die Auslosung von meinen, was waren das, 17. Handwerksgewinnspiel? Ich habe die Auslosung von meinem 17. Handwerksgewinnspiel und auch noch mein 18. Handwerksgewinnspiel nur gestartet. Das läuft übrigens noch bis Montag, gleich wie mein 10.000 Videoaufrufe-Gewinnspiel. Findet ihr links alles in der Videobeschreibung. Sonst habe ich sonstiges eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Mir fällt zumindest nichts mehr ein. Darum kann ich eigentlich nur sagen, das war's mit meiner 25. Ausgabe von Was war los auf meiner Farm? In Farmerrahmen und sonstiges. Eigentlich eine kürzere Ausgabe in dem Sinne wie die letzten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut mal vorbei auf meiner Seite. Es wird euch einiges geboten in Zukunft. Und damit verabschiede ich mich und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Habt Spaß bei was ihr auch immer macht. Und bis zum nächsten Mal.